Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin BlackBayWolfmore und begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Video und zwar zu einem Jahresrückblick 2016. Mit mir dabei sind einerseits DP Anime Games und die Crew von vom Utaku Cast. Hi. Hallo. Vom Utaku Cast. Ich habe Utaku Cast verstanden. Utaku Cast, ne. Ja, soll ich nochmal deutlich aussprechen? Otaku Cast. Ja, Otaku Cast. Otaku Cast. Sprich einfach wie ein Japaner aus. Otaku Cast. Otaku Cast. Das klingt wie so ein Kölner aus dem Assi-Viertel. Otaku desu. Ja, Leute, der hört das schon. Ihr lernt auch gleich die richtige Aussprache. Ich würde mal so sagen, weil wir der Otaku-Cast sind, soll mal der restliche Teil des Otaku-Casts vorstellen. Also fangen wir mal an mit Niklas. Wer bist denn du? Ich bin Niklas. Also, mehr müssen die Leute nicht wissen. Ja, und ich bin Janis. Also damit ihr wisst, ich bin Janis. Ich bin Janis. Also, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare dazu. Hallo Janis. Die werden folgendermaßen lauten. Eine Minute. Podcast, so fuck, denk ich an und hör auf, so Scheiße zu labern. Hurensohn! Ja, also ich muss sagen, meine bisherigen Abonnenten sind eigentlich alle recht freundlich, was das angeht. Gut, ich hab auch bisher alle nur allein aufgenommen. Sperrt die Jugend ins Konzentrationslager! Das hat er gesagt, nicht ich. Machen wir mal einen Cut. Ja, ich frage jetzt einfach mal ernst direkt und fange am besten der Reihe nach an, von unten nach oben. In dem Fall Niklas. Deine Highlights von 2016? Gab viele Highlights, da mir aber aufgetragen wurde, ich sollte doch zwei raussuchen. Würde ich einfach mal eins betiteln als Spiele im Allgemeinen. 2016 war aus meiner Sicht ein Spielejahr, wo viele Spiele rauskamen, die mir persönlich großen Spaß gemacht haben. Und auch Spiele, die ich noch nicht spielen konnte, aber wo ich mir ganz sicher bin, dass sie Spaß machen. Unter anderem Forza Horizon 3 oder Pokémon Sonne und Mond, Final Fantasy 15, Landwirtschaftssimulator, nein. Und, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt dein Ernst? Nein. Hey, nein. So schlecht ist er gar nicht. Ich habe gerade nur ganz, ganz verwirrt auf den Testbildschirm gestarrt. Weiter. Ja, das hast du mir nicht zugetraut, ne? Ja, sowas halt. Und das macht schon ein bisschen Bock auf 2017, aber genau, da es ein Rückblick ist, das waren so ein paar Spiele, die mir sehr gut gefallen haben. Ich weiß auch, dass Dominik zum Beispiel Final Fantasy auch gespielt hat. Janis, hör auf damit. Ich weiß auch, dass Dominik einige Spiele aus 2016 auch gespielt hat. Zum Beispiel Final Fantasy 15, was er irgendwie nicht mochte. Keine Ahnung, warum. Shame on you. Ja, ich bin nicht warm damit geworden. Ja, die soll ja auch nicht warm werden. Du sollst es ja nur spielen. Aber sie ist in der PlayStation und die ist warm. Gott. Ja. Also der Witz war Sarazza-like schon wieder. Ja. Werde meinem Beruf gerecht. Genau, sowas halt. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Ich nehme es mehr oder weniger als einen Punkt, ja. Ich weiß nicht. Ja. Waren es bloß Spiele bei dir oder was? Oder keine Ahnung. Sind nichts Besonderes erlebt? Was jetzt dein Leben geprägt hat. Geschweige denn euren Kanal irgendwie vorangebracht hat. Liebe Zuschauer, ich wusste, dass das vorbei, den es bald nicht mehr gibt. Kanal vorangebracht hat, seit Mitte. Mitte Juni, Mitte August haben wir nichts mehr gemacht. Mitte Juni, ja. Den freigen Chris, ich wüsste gar nicht, dass du so lang lustig bist. Nee, aber also so Lebens
also Sachen, die irgendwie mein Leben verändert haben, gab es in diesem Jahr nicht. Und wenn es welche gab, dann gehen sie vermutlich den wenigsten was an. Aber insgesamt fand ich es halt so ein sehr, naja, ich sag mal, ein sehr veränderndes Jahr. Weswegen schwierig ist, Highlights rauszupicken, aber Spiele waren definitiv eins meiner persönlichen Highlights. Nö, dann frag noch eine Sache, und zwar, hattest du auch dieses Jahr einfache What-the-fuck-Momente? Oh ja, eine ganze Menge. Jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache. fangen wir mal an mit, ich glaube, einer der größten What-the-fuck-Momente war in diesem Jahr, dass waren die US-Wahlen, mit dass Donald Trump gewonnen hat. Anfang Juni haben wir ihn noch ausgelacht. Hätte ich persönlich nicht unbedingt für möglich gehalten, aber naja, gut. Dann natürlich diese ganzen politischen Veränderungen, die jetzt aufgebrochen sind, und kleine Info am Rande, Merkel tritt wieder an. Ja, ach was. Ja, das ist jetzt alles. Das hat aber nicht wirklich überrascht. Mutti muss halt's machen. Ich finde es persönlich auch sehr, sehr mutig von ihr, weil wenn man mal bedenkt, dass sie mit ihrer Flüchtlingspolitik nicht unbedingt alle Leute auf ihrer Seite hat und sie das trotzdem einfach eiskalt durchzieht. Was organisatorisch vollkommen in die Hose geht, by the way. Du sagst es. Na, da gibt's kein Naja. Sie hätte auch einfach den einen Schwanz hat sie nicht, aber sie hätte auch einfach ihren Schwanz einziehen können und sagen, nö, jetzt macht das mal jemand anders. Wir sind mal einfach ganz offen und ehrlich, sie hat einfach ganz dolle in die Scheiße gegriffen. Yep. Nee. Finde ich nicht unbedingt. Mutti Merkel hat irgendwie schon was Vorteilhaftes gebracht. Aus meiner Sicht ist sie zwar ein Risiko eingegangen, aber sie hat zumindest das Menschlichste getan. Also ich persönlich aus meiner Sicht könnte es nie verantworten und zu sagen, ja, okay, die Leute bleiben jetzt alle draußen, die vor Krieg flüchten. Hätte ich so meine Probleme mit. Zwar haben wir jetzt natürlich auch in Deutschland, was jetzt sehr gefährdet ist aufgrund der Terrorgefahr, aber ja, gut, mit dem einen kommt auch was anderes, also von daher, ja. Wären dann nicht die USA und Russland und Syrien, die sich gegenseitig alle in die Scheiße hauen, sähe die Lage sowieso schon ganz anders aus. Ja. Gut, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ansonsten würde ich weiter an Janis geben. Ja. Warte, er hat doch noch, glaube ich, noch was hinzufügen will. Entschuldigung. Nö, aber alles, ich finde 2016 war insgesamt ein Jahr, wo ich glaube, vieles so ein bisschen in Richtung Warm-up auf die nächsten Jahre geht. Also das, was uns in den nächsten Jahren so ein bisschen erwarten wird. Was es ist, keine Ahnung, aber ich glaube, das war nur der Anfang. Klingt ein bisschen dramatisch, aber naja. Also solange wie es nicht der Anfang vom Ende ist. Ja, mal sehen. Also passiert halt viel, was man sich vor einigen Jahren noch nicht wirklich hätte vorstellen können. Und deswegen ist das jetzt natürlich, es passiert sehr, sehr viel. Und ja, mal gucken. Und 2016 vor allem ja, in dem viele, viele Prominente gestorben sind, oder viele, viele Menschen, die ja. eine Persönlichkeit waren. Niklas, dazu ich dann gerne was sagen. Ja, jetzt bin ich erstmal dran. Ja. Und also
keine Ahnung, ich sag mal, die Tode, die mir am persönlichsten nicht gut fand, waren zum Beispiel der von Bud Spencer oder ja, und Name mir gerade einfallen tut. Auf jeden Fall noch ein anderer. Und, Alan Rickman? Welches wollte ich sagen? Nee. Insgesamt ist es natürlich schon heftig, wie viele verstorben sind. Man muss natürlich auch bedenken, das waren alles Persönlichkeiten oder fast alles Persönlichkeiten, bis auf ein paar Ausnahmen, die alle schon relativ alt waren. Von daher, ja. Peter Lustig ist übrigens auch gestorben. Ja, genau, den das, ja, den, Peter Lustig. Den hatte ich, den wollte ich noch nennen. Ja, das finde der Peter aber nicht lustig. Ja. Janis, genau. Dafür gehörst du geschlagen, verprügelt, verbrannt und erschossen, und zwar in dieser Reihenfolge. Aber richtig. Ja, Niklas, eine letzte Sache noch. Hast du denn irgendwelche bestimmten Ziele, die du hier uns jetzt preisgeben würdest für nächstes Jahr? Irgendwelche Ziele, die dir fest vorhin, um was zu erreichen? Naja, mich weniger vom Juden nerven zu lassen. Böses Argument. Nee, keine Ahnung. Ich bin eher ein Mensch, der alles auf sich zukommen lässt. Ich habe keine Ziele. Ich wollte dieses Jahr auch abnehmen, und Fitnessstudio hat nur einen Monat geklappt, dann doch Feierabend. Von daher, ich lasse alles auf mich zukommen. Was kommt, das kommt dann halt. Das ist doch alles schön zu wissen. Gut. Janis, was hast du uns so Schönes zu erzählen? Ja, ich gehe mal jetzt mal ein bisschen von Games weg und gehe mal eher in die Kategorie Bewegtbilder. Und zwar die japanischen Animationsfilme, zum Beispiel Anime. Da war für mich das Jahr 2016, es war wirklich sehr Gutes mit dabei, aber es war halt nichts überwältigend Gutes wie letztes Jahr. Nur um ein paar Beispiele zu zeigen, wie dieses Jahr, Boku no Hero Academica ist ein richtig, richtig guter Anime, richtig toll. Und dazu, mir fällt es gerade nicht ein, Cabaneri of the Iron Fortress? Das? Genau. Cabaneri of the Iron Fortress. Cabaneri of the Iron Fortress war halt eher nicht so, das war halt so extrem groß gehypt und war halt dann doch im Endeffekt, ja, das ist halt. Hat keine Sau interessiert. Das ist halt, also beim ich in den Foren, in denen ich rumspacke, so riesengroß, ja, bald kommt die erste Folge und so, bliblablub, dann alle geschaut und so, das ist ja irgendwie 1:1 Attack on Titan und das bringt halt kaum. Es ist, naja, Boku, also auf jeden Fall, Boku no Hero Academica war sehr sehr geil. Und dazu auch noch Big Order, halt aus der gleichen Feder wie Mirai Nikki. Und es ist einfach nur schön, es ist toll, es ist wirklich, hat eine deep Story, und ich finde halt, Big Order ist, ja, na klar, es ist da auch sehr viel mit Fanservice, irgendwie müssen die ja auch die Fanservice-Base da bei sich belassen, aber trotzdem, Big Order war auch wirklich sehr, sehr was, eine kleine Perle in diesem Jahr. Und ja, dann gibt es noch einen kleinen Underdog, ich weiß nicht, ob viele von denen gehört haben, und zwar von Kumokuro. Das ist ein, sagen wir mal so, Mech-Anime, der jetzt mittlerweile schon 2 Staffeln hat und auf Netflix übersetzt wurde, die erste. Und der heißt Kuromokuro. Kuromokuro, hast du gesagt? Ja, nee, du hast Kumokuro gesagt. Oh, cool. Genau. Kuromokuro. Ja, also ich finde, das ist auch wirklich ein interessanter, guter Anime, aber halt nicht ein sehr guter Anime, weil er halt doch schon sehr mit Logiklücken zu kämpfen hat. Aber den empfehle ich euch, das ist auch sehr interessant für Leute, die sehr das Mech-Thema interessieren oder auch Sci-Fi, so, weil die Erde wird von Außerirdischen nicht angegriffen, aber halt doch schon irgendwie angegriffen, weil die auf was auf der Erde suchen.
Und das war halt interessant. Also schöne Story. So. Ja, das war halt so meine jetzt aus 2016. Darf ich kurz was zu Kuro sagen? Ich habe den auch gesehen, oder ich glaube aber nur die erste Staffel. Und ich fand ihn richtig grottenlangweilig. Das ist so, weißt du, ich fand's vom Setting her relativ interessant, aber trotzdem, weißt du, und dann kommt da auf einmal so ein nackter Tarzan irgendwie raus aus so einem Roboter oder was das war. Und das war einfach so dermaßen what the fuck irgendwie, dass man irgendwie, ja. Ey, das ging gar nicht. Das hatte so langweilige Dialoge. Und einfach, ich bin da. Also ich fand den nicht so langweilig. Also na klar, es gibt es manche Passagen, wo es halt einfach nur Kuro war, da es jetzt über Deutsch schon übersetzt war, war das eher so ein Anime, den ich im Hintergrund laufen lassen hatte, aber der trotzdem noch, der war halt nicht zu schnell und nicht zu langsam, finde ich. Es gibt zum Beispiel was anderes, zum Beispiel Jojo, das ist viel zu schnell, da ist jede Folge ist irgendein wichtiges Ereignis, gibt es keine Fehlerfolgen. Das ist bei Kurumokuru, das ist eigentlich im Grunde genommen so ein flaches Stück Erde und das geht so, das ist schön, das ist toll. Das wird mit der zweiten Staffel wird das ein bisschen krasser, weil da halt mehr das Thema Krieg mit den Außerirdischen näher gebracht wird, aber Kurumokuru ist schon was Tolles. Ja, waren das jetzt deine Highlights? Ungefähr so. Dann waren erstmal so drei Animes. Du musst ja wissen, wie es weitergeht. Ja, what the fuck Momente. Okay, also auf jeden Fall mein what the fuck Moment, der allererste im Jahr war halt der Tod von David Bowie, der total tolle, wirklich besondere Musikmacher. Das ist einfach nur, dass der einfach tot ist. Das hat mich halt als erstes total hui. Dann war Muhammad Ali auf einmal nicht mehr da. Der Boxer war auch okay, das ist auch wieder scheiße. Dann natürlich auch ganz, ganz groß Bud Spencer. Dieser Tod hat mich auch einfach umgehauen. Also, weil Bud Spencer, das ist so ein toller Film. Ich finde immer noch der. Okay. Bud Spencer ist so ein toller Film. Nein, toller Film. Bud Spencer ist so ein toller Mensch. Der Deutsch. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Idee. Okay, die drei, wir denken jetzt alle mal ganz kurz nach. Die drei besten Bud Spencer Filme eurer Meinung. Ich fange an. Auf Platz 1 der Bomber. Auf Platz 2 die zwei sind nicht zu bremsen. Und auf Platz auf Platz 3 zwei Fäuste für ein Halleluja. Was sind eure besten Bud Spencer und Terence Hill Filme? Ich muss erst mal gucken, welche er alle gemacht hat. Er hat so viele gemacht. Ja, aber trotzdem. Der hat so viele gemacht und alle sind gut und jetzt mach bitte weiter. Wollte gerade sagen, also bei mir persönlich wären alle auf Platz 1. Weil er hat einfach geile Filme gemacht. Na, okay. Und dann war da auf einmal Prince nicht mehr da. Es war halt auch überraschend, so, hey, Prince ist tot. Und jetzt vor kurzem George Michael. Das ist, also das sind die Tode, die mich sehr mitgenommen haben, weil es halt auch wirklich Leute sind, die einfach Bomben sind. Wie zum Beispiel ein Mensch wie David Bowie, der mich als Musikmacher auch sehr inspiriert hat, war halt dann auf einmal, David Bowie, also er ist halt mit seinem letzten Album gestorben, im Grunde genommen, so habe ich es halt empfunden. Und David Bowie, ja, der ist halt auch weg. Und ja, das waren halt die größten What the fuck Momente. Neben halt Trump, das ist halt auch hui. Das klingt zwar jetzt so, als hätte ich mir nichts ausgedacht. Fuck, so hätte ich mir niemals vorgestellt, so ja, okay, jetzt sind wir mal Trump, der mächtigste Mensch der Welt, fast. Oh, ja. Der überhaupt kein totes Meerschwein auf dem Kopf trägt? Nee. Totes Meerschweinchen. Wir rufen einfach mal hier Peter an. Und sagen, Trump tötet Meerschweinchen. Das findet selbst der Peter auch nicht lustig. Das Janis! Boah, ich krieg jetzt schon wieder das Kotzen. Ja, nein. Und ja. Ja. Ach ja, und meine Vorsätze für das Jahr 2020 ist, dass ich hoffe, dass im Juli
Mein Umzug, mein großer, großer Umzug von Meißen nach Hamburg auch schön glatt läuft und ich hoffentlich in der ersten Woche eine Couch und Bett habe. Mehr brauche ich nicht. Und Internet. Aber das wird noch alles kommen. Wie gesagt, ich ziehe nämlich bald nach Hamburg. Das wird nämlich schön. Also, Zuschauer, habt ihr gehört? Wenn ihr ihn stalken wollt, ab nach Hamburg. Lieber nicht. Wahrscheinlich leicht zu finden zu sein. Wie lieber nicht. Aber auf jeden Fall wünschen wir dafür sehr viel Glück für den Umzug. Mhm. Hoffentlich brauchst du keine Unfälle. Ja, hoffe ich auch. Und dann reichen wir das Mikro an den Nächsten weiter. Der Werte, Werte Dominik. Ja, Nickdom. Ja. 2016 war ein Jahr, das arschlochig angefangen hat und arschlochig beendet. Was waren so meine Highlights? Ich könnte ja sehr, sehr viel von Spielen reden, die dieses Jahr rausgekommen sind. Das kann ich ja eigentlich auch am einzigen. Von daher fange ich einfach mal an. Warte, ich hol mal meinen Stapel an Spielen. So. Ach Gott. Jetzt geht's los, Leute. Ja, pack das Popcorn aus. Ich habe dieses Jahr sehr viel gespielt. Und erstaunlicherweise sehr viel dafür ausgegeben. Was mich gerade so ein bisschen schockt. Egal. Fangen wir mal mit dem an, was als erstes dieses Jahr released wurde, was ich auch habe. Doom. Aua, das tat gerade den Ohren weh. Ja, schön für dich. Doom ist ja das Remake von quasi vom allerersten Doom, nur halt mit modernen Gameplay, modernen Gameplay-Elementen, modernen Gameplay-Design und auch Level-Design. Doom ist ein hervorragend geiler Shooter und eine Verbeugung vor seinem Original. Meiner Meinung nach sollte dieses Doom als Sinnbild für ein Remake dastehen. So muss Remake gemacht werden. Gut, der Multiplayer wurde jetzt nicht von id Software entwickelt, der wurde von einem anderen Studio entwickelt, was dann eher so eine Art Quake Arena Nachfolger sein wollte, was sie mit Season Pass und DLCs natürlich vollkommen in die Tonne getreten haben, weil nur wenn du einen Season Pass hast, hast du alle Waffen und alle Monster, die du halt auch spielen kannst. Und naja. Und es hat eine Netmap, wo du eigene Level bauen kannst, mittlerweile auch in der Hölle, was ja zum Start nur USC-Basis war. Finde ich gut. Sie haben die Strukturdesign von allen ein bisschen umgekrempelt. Die Ladezeiten sind nicht mehr ganz so krass. Also Doom auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, wenn nicht sogar das beste Spiel des Jahres. Dazu ein ganz kurzer Einwurf für alle Zuschauer, die es interessiert. Wenn ihr sehen wollt, wie Dominik und ich uns durch Zuschauermaps oder andere Maps in Doom Custom Maps prügeln, wartet auf nächstes Jahr ab. Wahrscheinlich zu Beginn des nächsten Jahres werden wir uns daran wagen. Ja, gut, dass ich jetzt auch einen Termin habe. Danke. Du wolltest ihn haben. Ja. Das hat gerade gut gepasst. Also, weiter geht's. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Also ich weiß jetzt nicht alle Release-Dates. Ich bin jetzt gerade auch zu faul, im Internet mal kurz nachzuschauen. Deswegen gehe ich halt so gefühltmäßig durch. Danach kam Uncharted 4, Thief's End. Das letzte große Abenteuer von Nathan Drake, von unserem guten Nathan Drake. Ich habe Teil 1, 2 und 3 gespielt letztes Jahr, also ziemlich zeitnah alle hintereinander. Teil 2 war der beste von allen und Teil 3 habe ich zu Ende gespielt. Wenn du halt Teil 1 und 2 innerhalb von 1-2 Tagen durchgespielt hast und dann den dritten anfängst, dann hast du schon leichte Gameplay-Ermüdungserscheinungen. Und es hat mich dann nicht so sonderlich positiv gestimmt. Ich habe auch nicht wirklich Lust, das Ganze zu Ende zu bringen, weil die Story von Teil 3 mich nicht sonderlich fesselt. Teil 4 hingegen, Thief's End, hat das hat mich wieder richtig begeistert. Ich habe
in Thief's End, ich glaube, in 2 oder 3 Spielsessions gespielt. Das hat eine richtig schöne Abenteuergeschichte. Es hat auch eine richtig schöne Dynamik zwischen den Charakteren, wie alle Spiele von Naughty Dog damals hatten. Und ja, alle Leute, oder sagen wir mal so, nicht alle Leute, sondern viele Kritiker haben gesagt, ja, der Sam, der Bruder von Nave, das ist eigentlich nur eine unsympathische Abklatsch von ihm. Der ist nicht sonderlich sympathisch. Ich sage, ja, der ist an vielen Stellen unsympathisch, aber die Kombination zwischen Nathan und Sam macht's wieder weg. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gelungenes Spiel. Dauert circa 10, 17 Stunden, bis du die Story durch hast. Geil, hat einen Multiplayer, den ich für 3 Runden angeworfen habe und dann wieder beendet habe. Eigentlich nur, weil ich halt bei dieser Third-Person-Shooter-Multiplayer-Aspekt nicht sonderlich gut funktioniert. Allerdings aus Game-Design-technischen Gründen, was jetzt viel zu tief in die Materie eindringen würde. Anscheinend 4, gutes Spiel. So, Trackmania Turbo. Trackmania kennt ihr vielleicht. Mit 1000 km/h über Highspeed-Strecken brettern und dabei verrückte Stunts machen. Und sich das Genick brechen. Aber ja. Trackmania Turbo kam jetzt auch für die Konsolen raus, was schwierig war, so ein Spiel, vor allen Dingen, da es auch auf Custom Maps setzt. Da du als Spieler dir Custom Maps erstellen kannst. Persönlich habe da eh immer keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich spiele das lieber. Haben sie es geschafft, ein recht solides Spiel auch für die Konsole rauszubringen? Gut, Trackmania war jetzt auch so ein Spiel, das kannst du eigentlich gut als auf die Konsolen bringen, weil mit dem Gamepad lassen sich Autos sowieso ein bisschen besser steuern als mit Maus und Tastatur. Und Dator, das Sinnbild Trackmania ist, haben sie auch relativ gut umgesetzt, so mit so einer random generated Funktion, wo halt eine ungefähre Richtung vorgeben kannst und dann baut der Editor selber diese Strecke. Und du hast eigentlich bis auf das, wo du jetzt damit hin willst, keinen Einfluss, was da jetzt passiert. Kann sein, dass du 10.000 Loopings hast, kann sein, dass du da waghalsige Sprünge machen musst. Also, ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Ich hab's allerdings nur, ich glaube, 10 Stunden gespielt. Was für ein Trackmania scheiß kurz ist. Hat mich halt nicht so sonderlich gehuckt. War nett, ich hab das für eigentlich für lau mitgenommen. Bei Mediamarkt gab es mal so eine Aktion. Aber ja, Trackmania, nett. Was haben wir denn als nächstes? Formel 1 2016. Ich bin ein sehr, sehr großer Formel 1-Fan. Ich liebe die Formel 1. Ich habe, seitdem ich denken kann, auf der Konsole Formel 1 gespielt. So. Ich habe die letzten von 1 alle gespielt, also 2010, 11, 12, 13, 14. Nur 2015 nicht, weil es einfach durchgehend zu teuer war. Für das Geld und vor allen Dingen von den Kritiken, die ich gehört habe, war es dann halt so, kauft's nicht. Halt nicht sonderlich geil. Hab mir dann mal das so ein paar Let's Plays davon angeguckt und ein paar Reviews und der Eindruck, den viele Leute haben, hat sich bei mir dann auch ein bisschen bestätigt, weswegen ich dann halt 2015 ausgelassen habe. Aber 2016 ist dann halt ein richtig gutes Spiel, wenn nicht sogar das beste Formel 1 Spiel. Geht schon los bei der Präsentation, du fühlst dich ja zum ersten Mal richtig wie ein F1-Fahrer. So richtig. Gut, die Codemasters für F1-Spieler haben immer darauf gesetzt, auf den Simulationsaspekt. Mussten sich aber nicht so sonderlich präsentieren. Also, es war immer sehr, sehr komisch. Sie haben Heiko Wasser und
Mir fällt jetzt bei zweiter Co-Kommentator nicht ein. Es ist nicht Christian Danner, weil Christian Danner hat in diesem Spiel nicht mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob der bei RTL noch tätig ist. Wie gesagt, fällt mir gerade der Name nicht ein. Du hast richtig tolle Inszenierungen. Du hast eigentlich alles, was du brauchst für ein Endspielerin. Gut, meiner Meinung nach hätten sie noch Interviewpart machen können und vielleicht die Charaktermodels ein bisschen hochdrehen, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf arschhohem Niveau, also das Mount Everest Niveau. Fahrphysik ist geil, Spielmodi sind geil, also eigentlich ein tolles Spiel, empfehle ich jedem, der Rennspiele mag. Und hat einen coolen Multiplayer. Danach kam das Add-on, beziehungsweise das große DLC für Destiny raus, wozu ich die Review mittlerweile verworfen habe, das so by the way. Destiny Rise of Iron, das war, naja, du hast... Entschuldigung. Ja, der junge Herr ist gerade erstmal auferstanden. Naja, vor einer Stunde. Du hattest gerade mal 5 Missionen gehabt, 5 Story-Missionen, die besser erzählt waren als vieles in Destiny, aber das ist auch nicht schwer, da ist selbst in Call of Duty besser erzählt. Du hast eigentlich Content, den du alles innerhalb von einem Tag durch hattest und dann ist es nur noch grinden. Grinden, um in den Raid zu gehen und im Raid wieder grinden. Robin Schweiger hat's mal gut zusammengefasst, es ist eine seelenlose Kundenverarsche. Aber eine Kundenverarsche, die ein fucking gutes Gameplay hat. Und die dazu gebracht hat, mein 40€ Headset kaputt zu machen. Danke, Bungie. Ja, Destiny, Breath of Fire. Etwas, worauf ich auch dieses Jahr gewartet habe und was Chris und mich ein bisschen angepisst hat, was Server-Online-Struktur angeht. Dragon Ball Xenoverse 2. Oh, ich erinnere mich da an was. Ja, so verspätet so. Ach ja, war was. Dragon Ball Xenoverse 2 ist besser als Dragon Ball Xenoverse 1. Hat aber immer noch viele Schwächen, die der erste Teil hat. Wie zum Beispiel, dass du in einer Lobby nur die ausgewählte Mission erneut spielen kannst und keine neuen Missionen auswählen kannst. Was mit den neuesten Patches immer noch vorhanden ist. Dieses Problem. Du hast mehr Parallel Quest. Ich habe gerade meine Hälfte von der Parallel Quest erledigt. Du hast eigentlich haben alle Rassen, also die Menschen, die Saiyajins, die Namekianer und die Freezers und auch Margins, eine Form, also so einen neuen Modus. Bei den Freezers ist halt dieser Gold Freezer. Bei den Namekianern ist es die Riesenform und bei den Menschen ist es irgendwie, keine Ahnung. Und Saiyajins ist klar. Halt dich mal ein bisschen kürzer. Nein, täuscht echt. Keine Sorge, sind nur noch zwei Spiele. Dann, ja. Ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel, hat eine solide Story, aber das hat mich auch nicht sonderlich lang. Aber bald kommen die Dragon Ball Super Sachen. Okay, ein davon ist schon jetzt ja stehen. Eigentlich werde ich ja Titanfall 2 dran, aber ich ziehe mal Call of Duty vor, weil ich über Titanfall ein bisschen mehr reden will, weil Call of Duty braucht man noch nicht lange zu erzählen. Call of Duty ist Call of Duty und bleibt Call of Duty. Es hat eine nette Player-Kampagne, die endlich mal ein bisschen so ausbricht von dem, was Call of Duty sonst gemacht hat. Hat leider keinen Koop. Zombie-Maps sind halt in diesem Design 90er, 80er Jahre freigehalten. Multiplayer hat ein paar Änderungen. Ja, Call of Duty Infinite Warfare. Übrigens, das Remaster von Modern Warfare habe ich nicht gespielt. So,
Titanfall 2. Ha, ha, ha. Oh, das war ein Witz auf Jans Niveau. Titanfall 2 ist neben Doom der beste Shooter des Jahres. Es hat den besten, es hat die beste Kampagne, die ich in einem Shooter je gesehen habe. Ich habe viel gespielt, aber das, heilige Scheiße, ist das gut. Eigentlich, also ich werd kurz zwei, drei Worte zu verlieren und dann sind Games auch heute abgehakt. Dominik. Mein Name. Dominik. Besser als Mass Effect? Ja, besser als Mass Effect. Gott. Besser als alles, was ich je gespielt habe und ich habe scheiß viel gespielt. Dann muss ich mal anfangen, Titanfall 2 zu spielen. Titanfall 2, die Kampagne ist eigentlich relativ kurz. Du hast innerhalb von 6, 8 Stunden durch. Je nachdem, wie du spielst und je nachdem, wie du mit dem Gameplay von Titanfall klarkommst, weil es ist ein sehr schnelles, sehr direktes Gameplay. Diese Kampagne baut auf der Beziehung zwischen dem Protagonisten, Jack Cooper, und dem Titan, BT, 2747. Ja, genau, 2747. Die Beziehung zwischen den beiden ist halt Dreh- und Angelpunkt dieser kongenialen Geschichte. Gut, es hat auch einen anderen Plot mit so Kriegsfraktionen und so. Allerdings, wie beide sich immer näher kommen, wie beide miteinander interagieren, es ist echt. Das wirkt ziemlich echt. Es ist einfach geil. Das Gameplay und wie die Levels designt wurden, awesome. Also ich habe bei einem Orgasmus bei diesem Level-Design und diesem Gameplay bekommen. Also es ist wirklich geil. Und an einer Stelle hätte ich sogar fast geheult. Ja, solange wie der Controller noch trocken geblieben ist, ist alles in Ordnung. Ja, der funktioniert noch. Ich habe ja zwei. Und solange wie aus einem schwarzen kein weißer wurde. Ich habe einen schwarzen und einen weißen. Jeder denkt sich jetzt seinen Teil, bitte. Danke. Ja, genau. So, Titanfall 2, einer der besten Shooter des Jahres, kann ich jedem, wirklich nur jedem empfehlen. So, Games abgehakt. Ich habe dieses Jahr eigentlich habe ich dieses Jahr nur drei Animes geschaut, die ich auch, die ich so gut als auch scheiße finde. Scheiße finde ich Kamen Rider Zero Iron Fortress. Niklas weiß warum. Und wer sich wissen will, warum, der darf sich Hust Schleichwerbung bei mir und Niklas auf dem Kanal die Folgen und Reviews zu Kamen Rider Zero Iron Fortress angucken. Da reden wir ausführlich über die einzelnen Folgen und warum wir die jetzt gut finden, nicht. Kamen Rider Zero Iron Fortress war halt scheiße, meiner Meinung nach scheiße. So, Dragon Ball Super ist nicht nur super, es ist scheiß super. Es ist der Black Goku Arc, der dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Heiliger Scheiße! Alter, der war. Boah, ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Teilweise haben die mich so geflasht, dass ich die Folge dreimal hintereinander angucken musste. Also, das ist unglaublich geil. Also, Dragon Ball Super, der Black Goku Arc, das ist. Unglaublich. Und jetzt dieser kleine Hit-Arc, der halt mit zwei Folgen beendet wurde, was eigentlich nur Filler war, aber wo auch mal deutlich wird, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Arcs vorbeigegangen ist. Das ist awesome gewesen. Ah ja, übrigens, Goku ist von Hit getötet worden. Aber lebt wieder. Weil wegen Story. Hier. Penis. Ich hab gesagt, bitte spoil mich nicht. Ja, das ist ein Filler. Ich hasse dich trotzdem. Ja, schön. Interessiert mich. Und ich denke mal, einige meiner Zuschauer werden dich genauso hassen, Dominik. Ja. Alter, das spoilt ja erstmal einen ganzen Arc. Das sind zwei Filler-Folgen. Ist mir scheißegal. Das ist der Hit-Arc. Ja. Wag es dir, Janus, jetzt darüber irgendeinen Wortwitz zu bringen.
Weil der ist noch flacher als irgendwas überhaupt. Ah, okay, mach ich gleich. Und dann der beste Anime des Jahres. Kurzes Vorwort, ich hasse Edgys. Ich kann Edgys nicht leiden. Aber Keiju, Herrgott, ist das geil! Es ist Dragon Ball mit Titten. Und Ärschen. Und geile Action. Boah, in dieser 13 Folgen Edgy 14-jährige Mädchen hauen sich mit ihren eigenen Titten und Ärschen aus dem Whirlpool-Ring. Oh, Beste. Das ist so geil. Würdest du nochmal gerade das Alter wiederholen? Circa 14 Jahre. Und also, jeder denkt sich wieder seinen Teil. Danke. Nein, ja, danke. Die Polizei habe ich schon gerufen. Ja, schön. Das ist so ein kongenialer Anime. Vor allen Dingen, es ist von den Machern, die To Love Ru verbrochen haben. Von einem Anime-Studio, wovon ich nichts halte, die nur Scheiße fabriziert haben. Aber dann mit Keijo einfach das Beste rausgehauen haben, was dieses Jahr erschienen ist. Also das ist geil. Richtig, richtig geil. Diese Action ist einfach, geil. Vor allen Dingen hat auch ein bisschen so Dragon Ball Aspekte, so, Ach Gott. Mit vor allen Dingen Attackennamen, weißt du, Vakuum-Hintern-Attacke. Das ist Bullshit. Oder hypnotisierende Brüste. Hirn ausschalten, genießen diese Action und sich freuen. Das ist geil. Mhm. Ja, und es hat Titten, was Tittenbonus hat. Ja. Welchen zweiten Punkt hast du nochmal aufgeführt? Deine What-the-fuck-Momente und deine Zukunftswünsche, wenn du sie denn äußern willst. What-the-fuck-Momente. Ich bin zum Arzt gegangen. Nur wegen einer ganz normalen Lungenentzündung. Und hab dann erfahren, dass ich eine chronische Mandelentzündung hab, die nächstes Jahr rausgebrochen werden muss. Übrigens am 5.1. Kein Glück. Jetzt sag noch, an welchem Krankenhaus du bist und ich schwöre dir, 20 Leute stehen vor deiner Tür. Helios Klinik Wuppertal. Alter, gut. Alter. Ich komm mit Pauken und Trompet und werde einen Song drüber schreiben, wie scheiße du bist. Gut. Das will ich sehen. Ich werde es mir anhören, aufstehen und die Fresse polieren. Nee. Du kannst da gar nicht mehr aufstehen. Weil du geflasht bist. Wenn ich eine Mandel-OP habe, ja genau. Ja. Kann man allein davon beeinträchtigt werden. Aber hey, lustige Sache, die darin steht in den Infoblättern, die ich bekommen habe. So Sachen, die da halt passieren können. Mögliche Risiken und Nebenwirkungen, Multiorganversagen, Hirnschädigungen. Weißt du, das Geringste ist noch, dass meine Stimme sich verändern wird. Naja, weil wegen Nick Donick, Resonanzkörper. Diese Vorstellung, wenn auf einmal so Anfang Januar, wenn wir da so einen Podcast aufnehmen und dann auf einmal so eine Frauenstimme so, hallo, ich bin Dominik. Hä? Hallo, ich bin Dominik. Ich muss dir ehrlich sein, das mit dem Gehirnschaden, das ist gar nicht mehr so weit weg. Ja, Gehirnschaden und veränderte Stimme, das wär's doch. Ja. Hi, ich bin Dominik. Ja. Bemerkung der Nebenwirkung, Synapsen versagen. Also, da kann einiges schief gehen, wobei ich vollkommen keinen Bock mehr habe, mir diese Mandeln entfernen zu lassen, aber naja, du kannst Eis essen. Ja. Ganz viel Eis essen. Ich kann aber sterben. Na, ich weiß egal. Ja, das war so mein What the fuck-Moment dieses Jahr. Mehr habe ich nicht. Petto. Zukunftspläne. Leben. Überleben. Kenn ich dir nicht. Mit der Mandel-OP kannst du es mir sogar gut vorstellen, dass du versuchst zu überleben. Ja. Endlich mal ein bisschen aus meiner Faulheitsquatschschiene rauskommen, was Videoproduzieren angeht. Ja, und ein paar Projekte beenden, die ich eigentlich schon lange auf der Platte habe, zum Beispiel eine recht aufwendige
recht aufwendiger Bericht über Sex und Sexualität und welche Formen dies annehmen kann. Ich weiß, passt nicht so zu meinem Kanalkonzept, aber ich möchte das eigentlich mal zu Ende bringen, weil das so ist so ein kleines Herzensprojekt. Und vielleicht auch mal das Digimon-Quiz hochladen. So. Ja, das Digimon-Quiz zum Beispiel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, das Digimon-Quiz. Für alle meine Zuschauer, die sich jetzt fragen, what the fuck, was meint er mit Digimon Quiz, falls es Digimon Fans unter euch gibt. Wir haben ein kleines Quiz gestartet, der werte DP Anime Games gegen mich, und naja, an seine Reaktion könnt ihr euch denken. Wir möchten nicht spoilern, aber... Könnt ihr euch jedenfalls denken, wie es ausgegangen ist. Das Quiz ist, ich werde mich immer und für immer an diesen Tag erinnern. Ja, das war so Bombe, ey. Wobei es ja eigentlich geplant war, dass alle drei mitmachen. Aber zwei haben sich ja gedrückt. Ja, einer eigentlich. Er ist ein Jude. Deine Mutter ist ein Jude. Das auch. Ich hab aber noch was vergessen. Ein Anime, den Niklas und ich erst kürzlich geschaut haben, der dieses Jahr übrigens auch rausgekommen ist. Haben wir? Arjun, so, Staffel 2. Ja. Ja. Der ist so geil. Oder warte, wie Niklas. Na wohl, die Staffel 1 kam dieses Jahr auch. Auf Netflix. Zumindest. Ja, aber wurde letztes Jahr in Japan released. Ja, drauf geschissen. Japan, ja genau, Japan. Wie finden wir Niklas? Niklas, wie finden wir Arjun? Niklas, wie finden wir Arjun? Awesome! Awesome! Oh, awesome! Ja. Echt jetzt, das ist awesome. Genau, Arjun, unglaublich geil. Also man muss sich ein bisschen an den Animationsstil gewöhnen, aber wenn man das erstmal getan hat, dann hat man sehr viel Freude an der Serie, die wirklich mit guten Charakteren, leider etwas Entwicklung vor der Kamera hat, mit einer unglaublich spannenden Story und einem unglaublich coolen Antagonisten, beide Staffeln haben so ihre schwachen Phasen, aber in beiden Staffeln kann ich sagen, ist das jeweilige Finale immer mega gut gewesen. Also perfekte Anime zum Durchsuchten eigentlich, ich finde. Genau. Und das Opening und das Ending der ersten Staffel ist geil. Die Openings der zweiten Staffel und das Ending der zweiten Staffel sind beide, naja, wir sind beide so grottig. Gut. Also, ich liebe das Opening der ersten Staffel hat das Opening von Neon Genesis Evangelion überholt. Liebe Evangelion, das ist awesome. Und das ist halt geil gewesen. Und dann dachte ich mir so, boah, da kommt jetzt noch so ein geiler Song und war so, naja, durch so eine Girl Group Pop-Song. Da irgendwie, ne? Ja. Oh, ich hab's kotzt. Wie hart. Ja. Was von mir. Also bist du jetzt fertig mit deiner Lebensgeschichte? Endlich! Also du willst meine Lebensgeschichte, cool. Nein, das ist begann. Nein, zum Kanal von Dominik wird am Ende unten in der Videobeschreibung stehen. Wenn ihr wirklich über die Lebensgeschichte von Dominik mehr wissen wollt, schreibt ihn gerne an. Oder geht einfach zum Otaku-Cast. Der übrigens, was eigentlich auch eher so ein trauriger Moment ist, ja, war, heute quasi seinen letzten Podcast hat. Ja. Aber trotzdem, die anderen Folgen, die wir vorher gemacht haben, sind immer noch sehr interessant zum Anhören, weil diese Themen, über die wir da geredet haben, auch nicht scheiße sind. Oder auch nicht zeitbezogen. Da muss ich einfach gleich mal nachhaken, da wir ja ein bisschen versuchen wollten, eigentlich zu diskutieren über einige Themen, schmeiße ich einfach mal ein, warum ist es überhaupt der letzte Podcast für den Otaku-Cast.
Weil wegen Niklas. Ja, Niklas halt, genau, der hat da irgendwie Probleme. Ja, ja, ihr könnt mich auch mal. Erzähl nein, mal. Das lag einfach daran, dass ich entschlossen habe, Otaku-Cast zu verlassen, um mich um erstens ein bisschen mehr private Zeit zu bekommen und zweitens auch mehr in meinen eigenen Kanal zu stecken und so. Sieht man ja spürbar, was passiert bei mir. Nichts. Es passiert weniger als bei mir. Ja, ja. Das ist nichts und ja. Dann der Scheiß. Ah ja. Dominik und Janis den irgendwie weiterführen, aber haben sich am Ende dann doch entschlossen, den nicht weiterzuführen. Und deswegen ist das der Trash-Podcast unser letzter Podcast. Da werfe ich doch gleich das nächste ein. Ist es denn vorerst euer letzter oder ist es grundsätzlich euer letzter? Dazu kann ich eigentlich mehr sagen. Der Otaku-Cast selber und ist mit dem Podcast, der dieses Jahr released wird, also an Silvester, der endgültig letzte Podcast. Die Otaku-Cast-Crew, also die drei, die jetzt mit der hier im Teamspeak rumsitzen und dumme Scheiße labern. Wir werden einen Podcast noch produzieren, bei zum Beispiel mir oder Niklas auf dem Channel. Aber als Otaku-Cast werden wir vermutlich nicht mehr auftreten. Ja. Schade eigentlich. Naja. Ja. Ich muss persönlich sagen, dass es im Endeffekt eigentlich kaum einen Unterschied macht, weil im Endeffekt sind wir ja trotzdem weiterhin eine Crew, die immer und immer wieder zu hören sein wird, nur halt auf einem anderen Kanal, die dann mehr Abonnenten haben. Und keine gekauften. sag das doch nicht einfach so. Ja. Das war wohl so, das zu meiner Verteidigung. Niklas hat's gekauft. Niklas. Mit 2 Euro bei eBay, war billig. 2 Euro bei eBay. Sie haben was von 50 Cent gesagt? Ja, 50 Cent kosten Galaxy S7 Edge bei Telekom. Wenn du einen 70 Euro Vertrag zukaufst. Ja, naja. Ja. Ach, da hast du den Abonnenten, Dominik. Jetzt wird uns einiges klar. Hä, weil er sich ein Handy gekauft hat? Hä? Nein, weil er sich die ganzen Abonnenten gekauft hat. Nein, na, komm, das kommt eigentlich von meinen AMVs, die ich früher mal produziert habe. Und einige immer noch auf diesem Kanal existieren. Next. Last but not least, me. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt alle drei recht gut in der Reihenfolge, so wie ich es angesagt hatte, alles aufgesagt. Aber ich muss diese kleine Kette einfach mal durchbrechen und fange bei mir mit den What the fuck Momenten des Jahres 2016 an. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und dazu muss ich sowohl Janis als auch Niklas recht geben. Ich weiß nicht wirklich, wie Dominik sich dazu äußert, in Bezug auf unseren werten Herr Trump. Denn ganz ehrlich, am Ende wäre es sowieso scheißegal gewesen, entweder halt einen Typen mit einem toten Meerschwein auf dem Kopf als amerikanischen Präsidenten zu haben, auch wenn es uns Deutsche eigentlich gar nicht interessiert so wirklich, der dann eine Mauer zieht, oder aber, jetzt überlege ich gerade, eine, wie nennt man den Begriff, narzisstische Politikerin. Du meinst Hillary Clinton? Das genau. Ist, das ist eigentlich nur eine korrupte Lobbyistin-Schlampe. Ist mir scheißegal, aber Trump, das war das Schlimmste, was in Deutschland passieren könnte. Weil, ihr müsst wissen, weil Amerika mit der größte In- und Exportpartner von Deutschland ist. Und da jetzt Trump da jetzt keinen Bock mehr drauf hat, wird uns da ganz, ganz viele Scheiße in den nächsten 4 Jahren passieren.
Das wird sich ja mal noch zeigen. Wieso sage ich 4 Jahre? Weil Trump nur 4 Jahre im Amt sein wird. Nicht 8, sondern bloß 4. Wenn er nicht bis dahin erschossen wird. Auch das wird sich zeigen. Ja, auch das wird sich zeigen. Oh, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir im Otaku-Cast gesagt haben, ja, wenn es uns noch in 2 oder 3 oder 4 Jahren noch gibt, über was für Themen wir so reden würden? Ja, okay, seht ihr ja. Ja, so viel zum Thema Otaku-Cast. Ja, des Weiteren gab es auch natürlich bei uns in Deutschland Momente für mich, wo ich einfach wirklich nur What the fuck sagen kann und mein tiefstes Beileid an alle Betroffenen aussprechen kann. Und zwar zu einem Beitrag, der erst vor kurzem passiert ist, und zwar auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Falls sich die anderen drei hier daran erinnern, ist ja ein Truck in die Menge reingefahren. Lastkraftwagen, Fahrrad, nit nit. Ja, und da gab es leider Gottes sehr viele Tote. Der Fahrer wurde zwar auch endlich erwischt, aber das erst an der Grenze von Italien. Einerseits tut er mir leid, weil er Familie hatte. Andererseits geschieht es der Person einfach recht, einfach auf die Idee zu kommen, sich einen Lastwagen zu nehmen und da mitten in die Menge zu ballern. Frag mich einfach bloß, what the fuck, was ist mit diesen Typen los gewesen? Und natürlich, wer würde es anders denken, wer meldet sich zuerst, Dominik? Yes. Richtig, auch wenn die Antwort jetzt ein Weilchen gedauert hat, da hätte ich von dir jetzt erwartet, dass es wie aus der Kanone kommt. Ja, ich konzentriere mich gerade auf ein RPG. Wow, Sicker. Ich muss doch nichts sagen. Ah, dennoch. Aber auch egal. Wie gesagt, mein tiefstes Beileid an alle Betroffenen, die geliebte Personen und alles verloren haben. Aber eine Gerechtigkeit ist gefallen. Ne? Du musst dir vorstellen, die ganzen Familien, wo die Angehörigen jetzt tot sind, müssen einen Weihnachten feiern, ohne denen. Das ist das Schlimmste. Ich muss echt sagen, Weihnachten ist mit das schönste Fest hier in Deutschland. Neben dem, ich wollte es gerade sagen, Oktoberfest, aber da geht es ja nur ums Saufen, also. Ja, und aber trotzdem, es ist halt Weihnachten und dann halt auf einmal, ja, hey, dein Papa kann heute nicht hierher kommen. Er ist fucking tot. Ist auch nicht gerade cool. Ja, da hast du schon ganz recht, Janis. Aber was mich an der ganzen Geschichte einfach am meisten aufregt, ist, dass sie den Fahrer halt erst an der italienischen Grenze gefasst haben. Geschweige denn, er eine Waffe gezogen hat, auf einen Beamten schießen wollte und die italienischen Beamten da nicht gerade lange fackeln. Der Herr wurde mit einem gezielten Kopfschuss niedergestreckt. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer wieder, unsere Beamten sind nicht gerade auf der guten Seite, wie man auch bei einem anderen Fall gesehen hat, und zwar mit dem Jungen, der, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ich weiß bloß, dass es ebenfalls in Berlin war, versucht hat, eine Nagelbombe zu zünden. Ich glaube, das war ein Mädchen und ich glaube, das war in Wilhelmshaven oder so. Ja, das sind halt bloß so Informationen, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Aber soweit ich weiß, war es eigentlich ein Junge. Gut, vielleicht war es auch ein Mädchen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe den Beitrag nicht weiter verfolgt. Das war ein kleiner Junge gewesen, der halt von der IS infiltriert wurde, beziehungsweise indoktriniert wurde. Und weißt du, bei solchen Sachen denke ich mir so, immer die ganze Zeit im Nachhinein, oh, die IS ist so schlimm, oh, die IS ist so schlimm. Und wenn dann mal irgendwas kommt, wo die IS Kinder in Deutschland infiltriert oder trainiert haben, nein, das Verfahren wird eingestellt. Du sprichst mir aus der Seele. Das naja, ist der Punkt. Ist ja ein Kind, was willst du machen? Ist ein Kind, wie gesagt. Das ist ein 12-jähriges Kind. Ich meine, bei einem 14-Jährigen oder so, die sind ja durchaus, die können ja durchaus selber denken, aber ein 12-Jähriges, Kinder können sich so leicht beeinflussen lassen, dass sie, dass die sowas ohne Probleme machen. Ja, aber dann sind die Eltern daran schuld, dass die zu wenig aufpassen, was ihr Kind macht. Es geht auch nicht nur ums
Entschuldigung, aber wenn du schon damit anfängst, dass die Eltern reinzuziehen, die Eltern können doch nichts für, wenn das Kind in seiner Freizeit von solchen Menschen entweder gebrainfucked oder keine Ahnung, da können die Eltern nichts für, da können die Eltern auch Eltern nichts helfen. Haben da aber eine Mitverantwortung. Eltern können immer was, ja. Die Eltern können immer was für ihre Kinder. Also, also die Eltern darf man auch nicht aus der Verantwortung komplett rausziehen. Die können doch schon. Also ich komme halt aus Verhältnissen, wo die Mutter einfach mal gar nicht da ist, weshalb ich auch dieses, ja, die Eltern haben auch eine Rolle, nicht nachvollziehen kann, verstehst du? Und deswegen muss man da jetzt nicht gleich die Eltern angreifen. Weil die ja, aber die Eltern haben eine Verantwortung gegenüber ihrem Kind. Wenn das Kind ins Internet geht, ein 12-jähriges Kind, dann müssen die darauf aufpassen, dass die nicht von irgendwem angeschrieben werden, die das Kind nicht kennt oder auf irgendwelche Seiten geht, die gefährlich sein können. Dann also, sag das mal allen Dagi B und Slavy Silmani Fans, ey. Das sind auch bloß 12-jährige Kinder, ja, die einfach ins Internet gehen. Ja, das ist was anderes. Aber nein, es geht ja jetzt wirklich ums Ernsthafte, ne? Und dann ist das halt auch wirklich so. Also grundsätzlich ist es immer, immer ratsam, wenn man ein Kind ein PC in die Hand drückt, aber auf jeden Fall ein PC schenkt oder ein Handy schenkt oder so, irgendwas auch immer, womit man ins Internet gehen kann, immer Auge drauf haben, was das Kind dort macht. Sei es, dass man dann irgendwie die Internetprotokollierung einschaltet oder keine Ahnung, irgendwelche Programme, wo Seiten gesperrt werden können. Irgendwie sowas, dass man immer weiß, was das Kind dort macht. Wenn es 18 ist, kann das Kind dann selber entscheiden, was es will. Und dann sollte es auch selber wissen können, was gut ist und was nicht. Aber 12-jährige Kinder, die dürfen definitiv gerade im Internet nicht alleine gelassen werden. Mhm. Naja, ich möchte mal ganz kurz zu der Polizei halt Sachen was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgehört, aber der Fall mit Amelie Marie, kennt ihr den? Erzähl die, weiter. Die entführt wurde und also hier in Sachsen, in Meißen, es war halt auch aus dem nächsten Umfeld. Ich kannte diese Amelie Marie und mein Pfarrer hat sie halt dann beerdigt, weil der Entführer hatte halt den Eltern gedroht, ja, hey, hier, bist du da und da möchte ich gern diese und diese Summe haben oder so. Und er hat das Mädchen gefoltert und getötet, verdammte Kacke. Und der Mörder von ihr, der wurde einfach nicht zur Rechenschaft gezogen, weil dieser angeblich psychisch labil ist. Ist mir so scheiß. Das war hier in ganz Sachsen, war das so ein Scheiß. Weil das war die Amelie Marie, das war halt eine aus dem Gymnasium, eine Mitschülerin und das, wenn da auf einmal so, ja, hey, die ist entführt worden, also ist erstmal so riesengroß. Was los? Und dann noch zu erfahren, sie wurde ermordet, das ist auch noch richtig scheiße. Und was da die Polizei an Arbeit geleistet hat, das war scheiße, wirklich. Das im Nachhinein hätte man sofort rausfinden, ja, okay, da und da und da, das war halt nicht so schwer. Und ich hab's halt auch selber von unserem Pfarrer erfahren, den Herrn Oehler, das ist ein Pfarrer, der sehr, sehr aktiv ist in Deutschland und sonstiges. Und der hatte halt sie beerdigt mit allem Drum und Dran und da am nächsten Tag halt alles erfahren von ihm. Und das war halt wirklich einfach nur scheiße. Das war halt auch noch ein What the fuck-Moment für mich, halt so, hey, Deutschland, Polizei, was macht ihr hier? Ja, Janis, ja. Was die Polizei angeht, gebe ich dir vollkommen recht, denn die ganze Sache mit dem Jungen, der die Nagelbombe auch gezündet hatte, wie ja schon erwähnt worden ist, die unterm Tisch auf gut Deutsch gefallen ist, einfach beendet wurde, das Verfahren, kann in dem Punkt auch nicht sein, was die sich dabei denken, anstatt zu versuchen herauszufinden, wie die mit dem Jungen Kontakt aufgenommen haben und wer es war, also sich mehr dahinter da reinhängen versuchen, herauszufinden, wer es war, die Organisation, die vielleicht dahinter steckt, mehr zu erfahren. Um am Ende, wie es wahrscheinlich auch der Fall sein wird, wieder auf den Punkt IS zu kommen. Aber das ist halt, sind halt unsere Beamten hier in Deutschland.
Ja, ich muss noch was anderes sagen zu unseren Beamten hier in Deutschland. Wir haben in Sachsen, glaube ich, einen neuen Polizeidirektor. Und der hat halt vor kurzem so veranlasst, ja, hey, ihr fahrt jetzt hier die ganze Zeitschleife, Streife hin und her, verballert das ganze Benzin, was ihr habt. Und machen natürlich die ganze Zeit Durchsuchungen von Leuten. Also ich wurde selber schon durchfilzt, weil ich halt von der Arbeit nach Hause gekommen bin, hab halt einen Mantel umgehabt, es war kalt, es war stürmisch und so. Die halten mich an, knallen mich gegen das Auto und durchsuchen halt meine Sporttaschen, in mein ganzes Equipment ist. Weil ich mache halt noch Musik nebenbei und komme gerade von Arbeit, will zu meinem Studio. Und dann durchsuchen die mich, machen die ganze Scheiße. Die denken wirklich, also zur Zeit hier in Sachsen ist die Drogenpolitik hui, also die sind da ganz schön auf Krawall gebürstet. Aber es ist die Drogenpolitik ist jetzt gerade nicht das Wichtigste. Mittlerweile ist das Terroristische das Wichtigste. Aber was die hier machen, das ist einfach nur unter aller Sau. Die machen keine Recherche, die machen nichts, da fliegen Sachen unterm Tisch. Das ist wirklich bah. Also das kotzt mich ja wirklich an, was hier gemacht wird, oder was überhaupt gemacht wird, weil nicht das gemacht wird, was gemacht werden muss. Weil wen interessiert's, wenn Drogen gehandelt werden, währenddessen in anderen Teilen von Sachsen oder Deutschlands terroristische Akte ausgeführt werden, wo dann dort aber die Polizisten fehlen? An dem Punkt muss ich jetzt einfach mal kurz das Thema beenden, bevor es hier noch weiter Oh, ausartet. Entschuldigung. Es sei denn, ihr habt noch kurz einen Punkt zu sagen, weil ich gerade gesehen habe, Niklas hatte sich war nicht mehr Entmutet. gemutet. Genau, du sagst es. Ne, ich kann auch. Ich hätte noch was gesagt, aber ist egal, ist nicht so wichtig. Gut, dann kommen wir jetzt von den What the fuck Momenten zu den zu meinen persönlichen Highlights 2016. Und die drei hier wissen es schon im Voraus. Ich bin ein riesen Digimon-Fan und natürlich hat mich die Nachricht mehr oder weniger geflasht, dass ich glaube KSM war es sogar, die Digimon Tri-Filme bei uns in Deutschland rausbringen wird. Die ersten drei zumindest erstmal, ja. Ja, voraussichtlich die ersten drei. Natürlich hoffen viele Fans der Serie, dass auch die restlichen Filme rauskommen werden, aber diese müssen auch erstmal mehr oder weniger in Japan veröffentlicht werden. Andererseits aber auch die Nachricht zu bekommen, dass die Synchronsprecher aus Digimon Adventure 1, / 2 auch teilweise, auch in Digimon Adventure Tri wieder dabei sein werden. Leider Gottes nicht alle. Alle bis auf Issi. Die Synchronsprecherin von Izzy, was mich bis heute immer noch verwundert, dass Izzy eine weibliche Synchronsprecherin hat, fand ich recht Echt witzig. jetzt? Ja, Ich glaube, es ist damit aber der Synchronsprecher Staffel 2 gemeint. Ich meine, in Staffel 1 hatte sie eine weibliche und in Staffel 2 hatte diese Person einen männlichen. Wie heißt er nochmal? Hannes Maurer. Den haben die angefragt, aber der ist derzeit auf Weltreise und macht deswegen, kann deshalb nicht. auf jeden Aber. Fall war eine der Synchronsprecherinnen von Izzy Julia Blankenburg. Ja. Wie gesagt, Sagt hat mir mich null. sehr verwirrt. Verwirrt Auf mich jeden Fall gerade. konnte ich mir irgendwo denken. Auf jeden Fall bin ich sehr erfreut, dass sie selbst den Synchronsprecher von Tai, der momentan in Schweden lebt, dazu gebracht haben, nach Deutschland zu kommen, nur um seine Rolle einzusprechen. Allein bei den Gedanken bekomme ich selbst jetzt noch Gänsehaut. Es ist wirklich, als ob ein Traum in Erfüllung gehen würde, mehr oder weniger, dass allgemein auch Digimon wiederbelebt wird, mehr oder weniger. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin nicht so der Digimon-Fan. Ich kann mit Digimon nichts anfangen. Aber wenn ich mir so vorstelle, in der ersten Staffel waren alle sehr jung, 10, 11, 12, wie auch immer. So. Elf. Und haben entsprechend natürlich junge Stimmen gehabt. So. Also, oder Stimmen, die sehr jung klingen. So. In Digimon Try sind die alle jetzt, keine Ahnung, 17, 18, wie auch immer. Und kriegen dann die gleichen Stimmen. So, dann frage ich mich doch,
ob das Sinn macht, Stimmen zu engagieren, die vielleicht die alten Stimmen sind, aber dann immer noch genauso jung klingen, also dann sozusagen eine junge Stimme in Anführungszeichen für gealterte Charaktere zu benutzen, weil gerade ja so in den Jahren, in denen die sich befinden, also so, gerade so zwischen 11, 12 und 17, geht's ja, wird ja auch die Stimme sozusagen älter. Weißt du, das ist so eine Frage, die ich mir stelle und deswegen, wo ich auch überlege, warum finden das die Digimon-Fans gut? Ja, okay, weil es alte Stimmen sind, aber ne, ich kann es persönlich nicht ganz nachvollziehen. Muss halt auch so sehen, viele Synchronsprecher müssen für ein und dieselbe Rolle, die halt nur ein bisschen älter oder ein bisschen jünger ist, halt auch Sachen einsprechen. Beispielsweise eine Synchronsprecher von Ruffy. Du hast total viele Flashbacks, wo Ruffy in seiner Kindheit gezeigt wird. Und da muss er total hochreden und die Eier zusammenkneifen. Ja. Und es ist immer noch derselbe Synchronsprecher und es hört sich teilweise fast so an wie zwei unterschiedliche Stimmen. Na, es geht. Also ich muss zum Beispiel am Anfang... Sag ja fast. Ja, also in den ersten Folgen hat man es ganz gut hingekriegt, jetzt bei, wo dieser ganze Arc um die Kindheit von Ruffy, da haben die, glaube ich, fast die gleiche Stimme sozusagen, die gleiche Stimmhöhe benutzt. Von daher, so, ja, aber Ruffy ist ja in der Gegenwart sozusagen der Serie auch 17 beziehungsweise 19. So, und aber halt auch da hat man die Stimmen halt, wie gesagt, verändert. So, jetzt die Frage, wollen jetzt die Digimon-Synchronsprecher auch ihre Stimme verändern? Oder wie auch immer. Kann natürlich auch sein, dass die Synchronsprecher damals ihre Stimme ein bisschen ab und natürlich ganz anders sprechen. Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich so einen 17-Jährigen hören würde oder einen 19-Jährigen oder einen 18-Jährigen, der dann wie 10 klingt, dann ist das, finde ich das irgendwie komisch. Ich persönlich zumindest. Sagen wir es so, gerade weil es so schön passt, weil es ja mehr oder weniger, wenn man es wirklich ein bisschen chronologisch nehmen würde, der dritte Teil der ersten Staffel ist. Auch wenn die zweite Staffel mehr oder weniger sein eigener Teil ist, haben sie ja selbst in der zweiten Staffel ungefähr die gleichen Stimmen, die vielleicht, wenn man wirklich haargenau drauf achtet, minimal verändert sind. Ja, aber auch da sind die doch nur ein, zwei Jahre älter. Aber jetzt geht es ja um 5, 6 Jahre. Ja, während so pubertierenden Zeiten. Ich meine, wären sie vorher 25 und danach 33, dann wird es mir ja scheißegal. Da bleiben die Stimmen ja oft gleich, aber so zwischen 10 und 17. Ja. Ja, also. Wir werden sehen, wie das Endprodukt ist. Also auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall löblich, dass man alle alten Synchronsprecher bis auf wenige Ausnahmen halt dazu gebracht hat, dorthin zu kommen und das Ganze einsprechen. Und hey, Nino Kerl darf wieder eine unwichtige Nebenrolle spielen. Ja. Schön für dich, Nino. Du bist trotzdem ein scheiß Synchronsprecher. Ach, jetzt sei doch nicht so böse zum guten Nino. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Nee, der also... ist nett. Der ist ein netter Kerl, der macht gute News-Videos. Aber der ist ein scheiß Synchronsprecher. Ach komm, als Sushi-Mann in Dragon Ball Z Kampf der Götter hat er sich schon gut geschlagen. Ja, das klang aber trotzdem total unprofessionell. Ja, stimmt. Entschuldigung für diese harten Worte, aber der kann nicht synchronisieren. Möchten Sie denn Sushi probieren? Das ist Sushi, mein werter Herr. Weißt du, in Sword Art Online, dass der in Sword Art Online mitgesprochen hat, habe ich halt nur dadurch mitbekommen, dass ich irgendwann mal ein Special auf 5-Fight gesehen habe. Ja, das habe ich auch erst dadurch mitgekriegt. Ja, und dann dachte ich mir so, es wird ein Gag sein. Dann sehe ich das Cover der letzten Box so auf dem Rückseite, High-Five-Special. Oh, scheiße. Aber ihr müsst trotzdem ehrlich sein,
Gerade weil Nino selber nicht gerade wirklich ein Profi darin ist, ist es doch dennoch für einen selber immer so diese Ehre, gerade wenn es denn irgendeine Serie oder ein Spiel vielleicht ist, was man selber von klein auf geliebt hat. Wie gesagt, deswegen meine ich ja. Also, ja, mag ja sein, aber es geht ja auch im Moment, das ist ja im Moment auch echt voll der Trend gerade irgendwie, dass man berühmte Persönlichkeiten als Synchronsprecher nimmt. Ja gut, so. Das geht teilweise so extrem in die Hose, wenn ich mir so überlege, die letzten zwei Animationsfilme, die ich mir im Kino angeguckt habe, Sing und Vaiana, die wurden beide von Persönlichkeiten eingesprochen, die berühmt sind. Und die klangen beide richtig scheiße. Pets nicht zu vergessen. Ja, Pets ging eigentlich, fand ich. Jan-Josef Liefers als Hauptcharakter Max, der ging eigentlich. Aber was die mit Sing gemacht haben, als dass Daniel Hartwig, der Supertalent moderiert oder sowas, der dann Buster Moon spricht, das klingt so scheiße. Das klingt so unauthentisch, wenn ich mir überlege, dass in zwei Trailern, Benjamin Völz den Buster Moon gesprochen hat. Das klang viel, viel besser. So, aus meiner persönlichen Sicht. Und das ist einfach so schade. Und für Vaiana hat man dann irgendwie Andreas Burani als Maui genommen und das klang auch so behämmert oder hat man den auch noch singen lassen oder wo ich mir denke, so Disney, was macht ihr denn? Was soll das? Und das ist einfach irgendwie schade. Ich meine, wenn man es kann, dann kann man es so, aber die meisten können es halt einfach nicht. Ja, apropos Leute, die es nicht können. Berkeley Prison School? Ach so, ja. Cool. Cool. Nein. Vor allem, ich habe lustige Anekdote. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen unter dem unter unserem Rage-Podcast darüber, dass Kuchen nur ein Synchronsprecher wird. Habe ich einen Kommentar bekommen, wo darunter steht, ja, ihr könnt doch nicht sagen, wenn ihr noch nicht wisst, wie es wird. Man sollte doch erst das Produkt abwarten. Es sind mittlerweile drei Volumes erschienen. Ja. So, da habe ich dann gesagt, ja, es sind drei Volumes erschienen. Unsere Vermutung hat sich mehr als bestätigt, so es wurde schlimmer. Das ist einfach Bullshit, was der abliefert. Das hört sich an wie ein Fandub. Und hat er sich dann zurückgemeldet? Ja, der hat sich relativ zeitnah zurückgemeldet, hat gesagt. Ja, der hat ja, das ja. gesagt. Ja, okay. Dann so, ach so, ja, okay. Nicht mitgekriegt und so. Ja. Ja, gut. Ja, Es ist halt etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Genauso wie die. Für alle, die wissen wollen, was es ist, es geht darum, dass Prison School eine. Kuro, der bekannte YouTuber Kuro, eine Stimme hat. Ja, dass er eine Stimme hat, das ist ja in Ordnung. Er spricht einen Hauptcharakter in Prison School. Darum geht's. Ja, mir geht so, in der Anime-Industrie ist ja sowieso gerade ein bisschen vollkommen beschissen, was die Synchronisation angeht, so halb. Die Verjapanisierung der deutschen Sprache, wenn man zum Beispiel Assassination Classroom anguckt, der bestes Beispiel dafür, Bitch Sensei und alle Namen mit Chan oder Kun oder was da muss man aber sagen, gegen Bitch Sensei. Das ist ja an sich nicht schlimm, finde ich. Ich glaube, es dient aber auch oftmals nur dazu, ums Lippensynchron zu halten, sagen wir es mal so. Ja, aber trotzdem, das ist halt. Ich finde persönlich, Bitch Sensei finde ich immer noch besser als Bitch. Hey, ja. Bitch! Ja, ja, gut, bei Bitch Sensei passt es ja. Ja. Aber die ganze Zeit, ja, Asuna Kun oder wie die ganzen Tossen da auch heißen oder Typen, ich kann mir die Namen nicht merken. Überhaupt nicht. Ja, okay, manchmal geht es wirklich auf den Keks, gebe ich dir recht, aber eigentlich im Grundsätzlichen geht das eigentlich, finde ich. Nicht so auf, dass diese zugehörigen Dinger noch gesagt würden, weil
Ich habe oftmals das Gefühl, es passiert nur bei den Animes von Peppermint-Anime. Keine Ahnung warum, aber... Ja, so das so Sensei, das ist doch kein... Neon Genesis Evangelion! Weißt du, Neon Genesis Evangelion? Kennt ihr noch Neon Genesis Evangelion? Nein, kenn ich nicht. Evangelion 3.33. Nee. Weißt du, was der neue Synchronstimmer-Sprecher von Kaworu sagt? Nö. Shinji Ikari-kun. Ja, wieso nennt man einen Nachname bei Kun? Das gehört da nicht hin! Selbst ich, der kein ich bin kein Japaner, aber kenne ich in dieser Scheißsprache genug davon aus, dass man sagt, okay, Vorname Kun, Nachname Chan. Aber nicht beides zusammen mit Kun! Vielleicht mag er deswegen Evangelion Teil 3 nicht. Nein. Deswegen ist Evangelion so scheiße, weil die. Na. Ich hau hier einfach mal einen ganz kurzen Break drin. Wenn man sich überlegt, wie es gerade etwas ausgeartet ist von den Synchronsprechern. Ich kenne euch nicht. Von den Synchronsprechern von Digimon bis runter zu Neon Genesis Evangelion. Mache ich einfach mal weiter und bleibe einfach noch beim Thema Digimon, denn was mich ebenfalls recht gefreut hat, was auch mehr oder weniger jetzt ein kleiner Spoiler sein wird, ist ein Spiel, was nächstes Jahr rauskommen wird. Janis erstmal gleich wieder sein Mikro befummeln muss. The New World heißt er, glaube ich, oder? Digimon New World? Digimon Next Order. Ja, genau. Jungs, World oder Order im Kopf. Wo ich jetzt, was das noch angeht, nur einen einzigen Spoiler zum Spiel bringen werde. Also für alle, die sich das jetzt nicht anhören wollen und komplett neu in das Spiel eingehen wollen. Einfach kurz weiterspulen. Auf jeden Fall. Gutes Argument, ja, Niklas. Auf jeden Fall wird der Charakter aus dem ersten Digimon World Teil mit implementiert sein. Und das ist der Hammer, Leute. Und zugleich werde ich dieses Spiel, auch wenn es nur einen deutschen Untertitel hat, auch Let's Playen. Also ihr könnt gespannt sein. Ach, es wird eigentlich meine deutsche Lokalisation bekommen. Och, ist ja löblich. Oh, nein, Cybersluice braucht das nicht. Wir können alle Englisch. Wir Japaner bekommen sowieso unsere japanischen Stimmen. Hurensohnkinder. Ja, sie hören gerade einen. Entschuldigung, Rage. Aber es pisst mich so hart an. Ich habe mich als nur weil du kein Englisch kannst, oder was? Ich habe mich so hart drauf gefreut. Selbst hier, wie heißt es? All-Star Rumble. Deutsche Lokalisation bekommen. Also Lokalisation für alle, die jetzt nicht den Unterschied zwischen Lokalisation und Synchronisation kennen. Lokalisation ist, wenn das Menü und Untertitel existieren in der Landessprache und Synchronisation ist, wenn das komplett mit deutscher Stimme vertont wird. So. Selbst Digimon All-Star Rumble, was eigentlich nur ein Super Smash Bros. Niklas, bitte dich mal bitte deine Boxen schallen. Was eigentlich nur ein Super Smash Bros. Abklatscht, hat vollkommen daneben gegriffen. Selbst das hat eine deutsche Lokalisation, relativ solide Untertitel, auch wenn hier und da mal so ein paar Fehler sind, wo ich mir denke, Alter. So, und dann Digimon Cybersleuth, was sogar eine Story hat, die von dem, was ich jetzt gehört habe, gar nicht mal so scheiße ist. Ich kann es bezeugen. Richtig großes Spiel, was irgendwie 20 oder 30 Spielstunden hat. Nein, das bekommt keine Untertitel. Nein, wir machen uns nicht diese Mühe. Ey, sowas pisst mich hart an. Da kriege ich Kotzen. Ja. Hast du dich wieder beruhigt? Nein. Nur weil du kein Englisch kannst, unbedingt, ne? Ja. Ja. Gibt es zu. Sorry, ja. I don't speak English. This language is very incomplete and in my brain. It's Bullshit. Hör einfach auf. Nimm dein Leben. Just go away. Kill yourself. But please don't be so fucking offensive. Shut up, please. My ears are bleeding with your fucking terrible English.
Also, das ist eins, was ich so richtig aus dem englischen Unterricht gelernt habe. Zwei Wörter. Janis, fuck you. Shut your motherfucking mouth. Shut up, please. Shut the fuck up. Surprise, motherfucker. Ich mache jetzt einfach mal weiter. I will find you and I will kill you. Zumindest versuche ich's. Das zumindest waren meine Highlights des Jahres 2016. Und meine genaueren Ziele sind eigentlich nur eins. Und zwar den Kanal Black Beowulfmon etwas mehr voranzutreiben. Vielleicht auch etwas publiker damit zu werden. Und Dominik dazu zu bringen, endlich ein paar vernünftige Koop-Spiele mit mir zusammen aufzunehmen, um ihm vielleicht auch noch ein paar Follower auf seinen Kanal zu bringen. Also ich hab dir ja vorgeschlagen, Zombie Army Trilogy ist aktuell im PSN-Store zu haben für 13 Euro und das ist ein Koop-Shooter von Rebellion, die Sniper Elite gemacht haben und was total geil ist und du hast Nazis und Zombie-Nazis und Nazi-Zombies. Jetzt kaufst du dir. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Das wird das baldige Projekt auch zu Beginn des nächsten Jahres sein. Also ihr könnt gespannt sein, es wird einiges auf euch zukommen. Aber mit diesen Worten will ich mich einfach mal verabschieden. Haben die anderen dann noch irgendwelche letzten Worte, bevor sie sterben? Ja, falls dieser Podcast noch vor dem 01.01.2017 hochgeladen wird, genießt noch 2016 und lasst euch 2017 nicht allzu verrückt machen. Ja, wenn ihr 2016 das noch hört, dann ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffen wir mal, dass das nicht so arschlochhaft wie 2016 wird. Und hoffentlich werdet ihr alle nicht vergewaltigt von diversen Leuten auf dem Berliner Platz. Wie letztes Jahr! Ah, ja. Ja, das hoffen wir alle. Ja. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst es uns sehen, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten haut da rein. Bis demnächst und einen guten Rutsch. Ciao. Tschüss. Tschüss.